die Samlandküste. Die Heimat des sagenhaften Bernsteins ist seit der Antike am Mare Suebicum verortet. Im 2. Jahrhundert nach Christus berichtet der Grieche Claudius Ptolemais in seiner Geographie von einem Land der Galinder und Sudauer. 1928 fischt man im Samland auch noch mit dem Reuser den Schmuckstein. Um 1050 siedeln an der samländischen Bernsteinküste nach Adam von Bremen die prussischen Sembi. In Posa, so die Eigenbezeichnung der Prussen für ihre Siedlungsgebiete, leben im 13. Jahrhundert in Nachbarschaft anderer baltischer Ethnien wie der Kuren und Letten weitere prussische Stämme. Die untere Weichsel, die natürliche Westgrenze des historischen Ostpreußens. Hier beginnt der Deutsche Orden seine Kolonisation. Kulm im Jahr 1943, das Rathaus aus dem 16. Jahrhundert. Rheden, die Ruine der Ordensburg im Jahr 1939. Das Kulmer Land ist prussisch und slawisch besiedelt. Das schon christianisierte Gebiet spricht der Papst 1234 dem Deutschen Orden zu ewigem und freien Besitz zu. Das bis Ende des 13. Jahrhunderts entwickelte kulmische Recht ist prägend für Städte und Dorfsiedlungen im Ordensgebiet. Im Jahr 1231 überschreiten 7 Ritter mit einem 700-Mann-Heer die Weichsel. Der Deutsche Orden gründet die erste Burg, Thorn. Von hier beginnt die Niederwerfung der prussischen Stämme. Blick auf Marienwerder an der Weichsel im Jahr 1943. Die Laubenhäuser am Markt vor der Domkirche. Sie ist Teil der 1355 fertiggestellten mächtigen Burganlage mit Bergfried und Dansker. Ihr Bau ein Ausdruck gefestigter Macht. Nach mehr als 100 Jahren Kampf, Unterwerfung, Zwangschristianisierung und Kolonisierung beherrschen die Ordensritter das Preußenland. Ein Aufstand von 1242 bis 49, ein zweiter von 1260 bis 83. Es dauerte 53 Jahre mit Niederlagen und Siegen, bis der Orden die prussischen Stämme endgültig unterworfen hatte. Auf halber Strecke zwischen Königsberg und Allenstein, Heilsberg im Jahr 1938. Am Fuße der Ordensburg lassen sich im 14. Jahrhundert deutsche Handwerker und Händler nieder. Jetzt entstehen und wachsen im Schutz von Ordensburgen, wie der im Jahr 1350 errichteten in Heilsberg, Siedlungen zu Städten. Schutz ist wichtig, denn ab 1303 führt der Orden einen Krieg gegen die Litauer. 1309 erobert der Orden Pommerellen, das später Westpreußen benannte Gebiet, und macht sich das Königreich Polen zum Feind. Der Kampf um Schamaiten und sein Auftrag der Heidenmission führt zu 120 Jahren Krieg mit dem expandierenden Großfürstentum Litauen. Die Marienburg am Weichselmündungsarm Nogat in einem Film von 1928. 1943, Blick vom Marktplatz der Stadt auf die Burg. Im Jahr 1300 fertiggestellt, wird die Burganlage 9 Jahre später Sitz des Hochmeisters. Der Deutschordenstaat Preußen, dessen Bevölkerung um 1400 auf 140.000 Prussen, 103.000 Deutsche und 27.000 Polen geschätzt wird, entwickelt sich im 14. Jahrhundert zu einem der mächtigsten und modernsten Staaten Mitteleuropas. Der Schutz der Mutter Gottes, seiner Patronin, gibt dem Orden einen sakralen Nimbus der angeblichen Unbesiegbarkeit. Seit 1385 sind Litauen und Polen über den Großfürsten und König Władysław II. Jagiełło in einer Personalunion verbunden. Das schwächt den Orden. Dessen Schwäche wird am 15. Juli 1410 in der Schlacht von Tannenberg offensichtlich. Litauer und Polen vernichten fast dessen ganzes Heer. Reste finden Zuflucht auf der Marienburg und können sie verteidigen. Königsberg im Winter 1943-44. Spaziergänger unterhalb der Schlossterrasse. Das Schloss ist eigentlich eine Burg, angelegt im Jahr 1255. Im Prussenaufstand hielt sie 1260 einer langen Belagerung stand. Alle Umbauten zum Schloss haben dessen Wehrhaftigkeit nicht ins Liebliche verkehren können. Glockenturm der Schlosskirche, früher der Bergfried. Und der markante Bärwartturm. Blick vom Schlossteich, ein aufgestautes Flüsschen auf die Schlossrückseite.
Die Burg, die zum Schloss wurde, ist ab 1457 als Sitz des Hochmeisters das Machtzentrum des Deutschen Ordens. Im Preußischen Städtekrieg lehnen sich ab 1454 der preußische Landadel und die prosperierenden Städte gegen die als landfremd empfundenen Ordensritter auf. Auf Seite der Aufständischen greift der litauisch-polnische König ein. Mehr als Niederlagen führt die finanzielle Erschöpfung des Ordens im Zweiten Torner Frieden zum Verlust von etwa der Hälfte seines Territoriums an Polen. Für das verbleibende Herrschaftsgebiet muss der Orden 1466 die Oberhoheit des polnischen Königs anerkennen. Thorn an der Weichsel. 1473 Geburtsort von Nikolaus Kopernikus. Zweimal schließen der Orden und Litauen-Polen hier einen Frieden. Kopernikus wirkt lange als Domherr in Frauenburg. Die Stadt am frischen Haff Mitte der 1930er Jahre. Im Geburtsjahr des Arztes und Astronomen gehört sie bereits zum autonomen Fürstbistum Ermland, das sich freiwillig der Krone Polens unterstellt hat. Burg des Fürstbistums in Allenstein. Das Kopernikus-Denkmal in Thorn. Ab 1516 wirkt Kopernikus hier für 5 Jahre. Das Ermland ist das größte der 4 Bistümer in Preußen, die auch weltliche Herrschaftsgebiete sind. Sein Fürstbischof und Domkapitel sind als Ergebnis des Preußischen Städtekriegs Teil des preußen-königlichen Anteils. Im Gassengewirr von Kneiphof, Königsbergs Stadtteil auf der Flussinsel im Pregel. Preußen wird 1525 der erste protestantische Staat der Welt werden. Eine neue Epoche beginnt.